Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Dieser berief Hermann Göring in sein Kabinett, welcher unter anderem Reichskommissar für das preußische Innenministerium wurde. Durch seine neue Position als Reichskommissar war er zugleich Dienstherr der kompletten preußischen Polizei, wodurch er bei der Machtübernahme eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Denn mit diesem Organ konnte man auch gezielt politische Gegner beseitigen. Am 3. März 1933 wurden dann die bis dahin geltenden Kompetenzbeschränkungen der Polizei aufgehoben, wodurch diese langsam aber sicher nicht mehr an die Gesetze gebunden waren. Die Verfassung gewährte nämlich noch Redefreiheit, Pressefreiheit und Gleichheit vor dem Gesetz. Die politische Polizei musste dies auch bis zum 3. März respektieren. Am 11. April 1933 wurde Hermann Göring sogar der Ministerpräsident von Preußen, weshalb er am 26. April die preußische Geheimpolizei aus dem Polizeiapparat ausgliedern konnte. Diese Geheimpolizei trägt den Namen Gestapo, welche Hermann Göring direkt unterstellt war. Allerdings herrschte zu dieser Zeit ein Machtkampf um die Leitung der gesamtpolitischen Polizei im Reich. Kurz zur Erklärung: Die politische Polizei ist eine Sonderform der Polizeiarbeit und ihr Ziel ist vor allem die Wahrung des politischen Status quo sowie den Staat oder die Regierung vor Sabotage oder einem Umsturz zu schützen. Dieser Machtkampf betrifft die Person Hermann Göring, Heinrich Himmler und Wilhelm Frick. Himmler hatte beispielsweise nach und nach alle politischen Polizeieinheiten außer die preußische unter seinen Namen vereinigt. Am 20. April 1934 wurde dann Heinrich Himmler schließlich von Hermann Göring zum Chef der Gestapo ernannt. Von da an entwickelte sich die Gestapo zu einer Großorganisation zur Bespitzelung der Bevölkerung und Ausschaltung von Regimegegnern. Hitler wurde 1936 sogar zum Chef der gesamtdeutschen Polizei ernannt und vereinigte alle politischen Polizeieinheiten des Reiches unter der Gestapo. Zudem schloss die Gestapo mit der Kriminalpolizei zusammen. Bis 1939 waren es vor allem Sozialdemokraten und Kommunisten, welche der Gestapo zum Opfer fielen und in sogenannte Schutzhaft genommen wurden. Aussagen oder Geständnisse der Häftlinge konnten auch durch Einsatz von Folter erwirkt werden. Tätig bei der Gestapo waren am Ende sogar insgesamt 32.000 Mann. Die Gestapo koordinierte auch die Judentransporte in die Todeslager und während dem Zweiten Weltkrieg unterdrückte sie gewaltsam die Widerstandsbewegung in Deutschland und in den besetzten Ländern. Regelmäßig kam es auch zu Massenerschießungen. Doch wer arbeitete alles eigentlich in der Gestapo? Die Gestapo bestand aus zivil gekleideten Polizisten, die mehrheitlich eine fachliche Ausbildung absolviert hatten. Oft waren sie bereits in der Weimarer Republik als Polizeikommissare oder in der politischen Polizei tätig. Manche kamen aber auch über die SS in die Gestapo. Mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 2 vom 10. Oktober 1945 wurde die Gestapo schließlich von den Alliierten verboten und ihr Eigentum wurde beschlagnahmt. Bei den Nürnberger Prozessen wurde sie ebenfalls zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Zum Schluss gibt es von mir noch eine Liste der Dienstgrade bei der Gestapo. Es beginnt mit dem Kriminalassistentenanwärter, danach steigt man zum Unteroffizier auf, wo man beispielsweise Kriminalassistent oder Sekretär werden kann. Danach folgt der Rang des Offiziers, wozu der Kriminalinspektor, der Kriminalrat, der Kriminalkommissar auf Probe und der Kriminaldirektor gehören. Dazu kommt auch noch der Reichskriminaldirektor. Der Generalrang steht an einer Spitze, wo es bei der Gestapo nur den Chef der Gestapo gibt. Ich hoffe, euch hat das Video zur Gestapo gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, man sieht sich bei einem anderen Video wieder.